Warum gab es die Verschwörung gegen Kickl und die FPÖ bei dieser Nationalratswahl? Und warum ist die über verschiedene Parteigrenzen hinweggegangen? Kurze Erklärung, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist zu verstehen. Es ist eine internationale Planung, dass es in den nächsten Monaten, 1, 2, 3 Jahren, erstens ein Börsencrash, zweitens ein Bankencrash, drittens eine digitale Währung, viertens über diesen digitalen Impfpass, der schon mit allen Steuerdaten, Finanzdaten, Gesundheitsdaten, Versicherungsdaten und staatlichen Behördendaten verbunden ist und noch weiter verbunden werden soll, dann zu einem digitalen Wallet, zu einer digitalen Währung. Das ist der Plan der Globalisten. Weil jetzt so, Verschwörungstheorie, hört zu. Das, was 2015 mit der Migration passiert ist, wo alle Staaten gleichzeitig die Grenzen aufgemacht haben, wo man 3 Polizisten den Asylanten gegenübergestellt hat und bei meinen Megademos waren 3000 da. Das ist wohl ein Zeichen, dass es eine internationale Koordination gibt. Zweites Beispiel nach der Migrationssache, die Corona-Zeit. Während diesen Zeiten wurde dieselben Worte, neue Normalität, nur eine Impfung wird uns retten, gesagt von vielen Menschen in der Regierung, sogar Königshäuser und so weiter. Alle dasselbe Wort. Überall wurden dieselben Maßnahmen zur selben Zeit. Ich habe einen Bekannten in Paraguay, der hat mir gesagt, dort haben sie mit der Maskenpflicht fast gleichzeitig, mit einem Tag gleichzeitig angefangen wie bei uns in Österreich. Weit weg, dort ist nichts passiert, trotzdem dieselben Maßnahmen. Man muss also akzeptieren, es gibt einen internationalen Plan, der dahinter liegt. Und das ist der Grund, wieso sie Kickl verhindern müssen. Weil sie wissen, Kickl würde nicht mitspielen. Das ist der einzige Grund. Das ist der Grund, wieso sie sicher mit sanfteren, einfacheren, weniger harten Politikern aus der FPÖ vielleicht kein Problem hätten, aber unbedingt Kickl loswerden wollen. Das war ja die Argumentation. Aber mit Kickl nicht. Kickl muss weg. Das heißt, es geht sehr wohl um einen Herbert Kickl und darum, dass er von seiner Charakterstruktur her mitspielen würde bei einem internationalen Plan, der uns allen massiv schaden soll. Und weil ich sage, stimmt alles nicht, der Rutter hat doch immer Unrecht. Nein, ich hatte bei Corona nicht Unrecht. Ich habe 2020 schon gesagt, sie werden eine Impfpflicht machen. 2020, also nicht einmal eine Impfung geben. Ich habe gesagt, dass diese Impfung schädlich ist. Ich habe damals beim Fellner gesagt, dass die Übersterblichkeit mit der Impfung ist. Das ist alles nachgewiesen, da gibt es jetzt Studien dazu. Ich habe von Shedding geredet, schon im Jahr 2020. Das ist, dass diese Impfung nicht nur bei jenen gefährlich ist, die sich impfen lassen, sondern auch bei Partnern, wo es in irgendeiner Form an Austausch und Körperflüssigkeiten gibt und so weiter. Das heißt, ich habe schon einiges vorhergesagt. Ich sage dir jetzt, es wird einen Finanzcrash geben. Nimm dein Geld von der Bank. Wenn du es nicht machst, kein Problem, deine Sache, aber hol dir viel Geld von der Bank, solange es du noch kannst, insbesondere nach der Trump-Geschichte, nachdem dann der Israel-Krieg wahrscheinlich weiter eskaliert wird auf andere Länder, auf den Iran, spätestens dann wird es rund gehen und spätestens dann haben wir auch ein wirtschaftliches Problem. Und das ist der Hintergrund hinter dem, dass ich alle Parteien, inklusive den jahrzehntelangen grünen Bundessprecher, der jetzt in der Hofburg war und wo sich alle Parteien bis auf die FPÖ genau auf ihn geeinigt haben, hat es auch noch nie gegeben, dass es Wahlempfehlungen von fremden Parteien an Bundespräsidenten, das hat es alles noch nie gegeben. Das hat einzig und allein den Hintergrund, dass es internationale Interessen gibt, weil diese Parteien sind ja untereinander durchaus verfeindet. Warum sollen sie einen Kandidaten unterstützen? Weil es Hintergrundinteressen gibt. Ich hoffe, dieses Video verbreitet sich. Ich hoffe, du abonnierst, kommentierst drunter. Wie siehst du das? Vielleicht da bitte Quellen dazu posten. Und eine Sache noch zu den Megademos. Ich plane ganz intensiv mit unseren Leuten, die wir ja die Megademos während Corona auch organisiert haben. Die meisten alleine, einige auch gemeinsam mit anderen Megademos gegenüber dieser neuen Regierung. Allerdings schaue ich mir vorher an, wie die jetzigen geplanten, in Tirol ist zum Beispiel eine geplant in den nächsten Tagen, wie diese ablaufen. Damit wir nicht eine Megademo machen, wo nachher nur 1000, 2000 Leute dort stehen und die Politik sagt und die Medien sagen, schaut, das sind ja nur so wenige und so weiter. Das heißt, ich schaue mir das zuerst an, dann kommt ein Datum in Abstimmung mit denen, um die es auch geht, mit wichtigen Leuten, die es da gibt. Und dann werden wir das veröffentlichen und ich hoffe, du bist dabei. Ich wünsche dir alles Gute. Widerstand ist und bleibt Pflicht.